Das ist Moos. Er ist jetzt 18 Jahre alt. Bis er 16 war, lebt er mit seiner Familie in der Hauptstadt von Syrien, in Damaskus, in einem schönen großen Haus über 4 Etagen. Sein Vater arbeitet hier in Damaskus als Arzt, seine Mutter als Krankenschwester. Außerdem hat er noch einen jüngeren Bruder und eine kleine Schwester. Er liebt es mit seiner ganzen Familie, auch mit den Verwandten gemeinsam zu essen. Am liebsten zu suchen. Dabei sitzen alle gemeinsam um Tische auf dem Boden und es ist eine herrliche, glückliche Stimmung. In Damaskus ging er natürlich auch zur Schule. Seine Freizeit verbrachte er gerne mit seinen Freunden, spielte mit ihnen Fußball und hörte gern Musik. Er liebt seine Heimat. Doch zunehmend wurde es unsicherer und gefährlicher in Syrien. Seit 2011 protestierten die Menschen gegen ihre Regierung. Sie forderten bessere Lebensbedingungen und mehr Rechte, insbesondere das Recht auf Meinungsfreiheit. Sie wollten nicht länger von dem Präsident Bashar al-Assad unterdrückt werden und forderten ihn auf, zurückzutreten. Die Regierung reagierte mit Gewalt auf die friedlichen Proteste. Es kam zum Bürgerkrieg. Immer mehr Gruppen mischten sich ein und kämpften seitdem um die Macht im Land, darunter auch die Terrorgruppe IS. Der Krieg wurde zum Alltag. Es gibt viele Tote und Verletzte. Die vertraute Welt der Kinder ist zusammengebrochen. Ihre Heimat wird durch Bomben und Raketen zerstört. Familienangehörige wurden getötet. Die kämpfenden Gruppen bedrohen nun auch zunehmend Kinder, zwingen sie für sich zu kämpfen und Menschen zu töten. Auch Moos wurde mit 16 Jahren häufig auf der Straße von der Polizei bedroht und geschlagen. Sie wollten ihn zwingen, in die Armee zu gehen. Doch für Moos steht fest, er will nicht in die Armee gehen. Er will keine Menschen töten. Doch wenn man als 16-Jähriger seinen Staat nicht dienen möchte, wird man umgebracht. Er bespricht seine Situation mit seiner Familie. Sie beschließen gemeinsam, dass er seine Heimat und seine Familie verlassen muss, um nicht töten zu müssen oder getötet zu werden. Trotz des unsicheren, beschwerlichen Wegs nach Deutschland ganz allein scheint dies der beste und einzige Ausweg aus diesem gefährlichen Krieg zu sein. Mit Aussicht auf Frieden und Freiheit in Deutschland. Sein Vater besorgt das Geld für die Flucht. Mit einer kleinen Tasche und etwas Geld für Schmuggler flüchtete Moos ins Ungewisse. Der Weg war oft sehr gefährlich und auch schwierig wegen der Verständigung. Zudem war er illegal unterwegs und musste deshalb stark aufpassen, nicht entdeckt zu werden. Auf der Flucht raus aus dem syrischen System, raus aus dem Krieg. Er lief durch verschiedene fremde Länder, ganz allein, ohne jemanden oder irgendwas zu kennen. Zuerst erreichte er die Türkei, wo er 10 Tage suchen musste, um einen guten Schmuggler zu finden, der nicht 60 Menschen mit einem viel zu kleinen Boot nach Griechenland bringen wollte, sondern jemand, der nur 40 Menschen mitnahm. Dies war eigentlich auch schon zu viel für das kleine Boot, doch es war die sichere von den beiden Varianten. Dennoch war die Fahrt nach Griechenland sehr beschwerlich, sehr eng und gefährlich. Weiter flüchtete er über Bulgarien, Serbien, Ungarn und Österreich, bis er schließlich Deutschland erreichte. Ein gefährlicher Weg, ganz allein ins Ungewisse. Zu Fuß, per Anhalter, in LKWs, mit dem Boot, zum Teil ohne Essen und Trinken. 2 wichtige Dinge hat er auf seinem Weg gelernt. Vertraue keinen Fremden und vor allem die Familie ist das Wichtigste, was man im Leben hat. Nach einem Monat erreichte er endlich sein Ziel, Deutschland. Als er in Bremen ankam, wurde er zunächst in der Erstunterkunft untergebracht, wie alle geflohen. Es war sehr voll hier. Und hier wurden weitere Organisationen und Institutionen als Unterkünfte gesucht. Deutschland aufgenommen wurde, doch verstand er nicht viel von dem, was um ihn herum passierte. Alles war anders, vor allem die Sprache, aber auch die gesamte Kultur, wie man ist, was man ist, wie man sich begegnet. Er erinnert sich noch gut an die Situation, als er einkaufen wollte, aber nicht wusste, wie und wo. Er brauchte viel Hilfe und war sehr froh, dass sein Betreuer von der Inno-Hubnahme, wo er nun lebte, ihm so viel half. Allein wäre alles noch viel schwerer gewesen. Aber das Schlimmste war die Einsamkeit. Er vermisste seine Familie sehr. Mit allen Mitteln versuchte er, seine Familie nach Deutschland nachzuholen. Er lernte schnell Deutsch in Sprachkursen seiner Unterkunft und auch viel durch eigenes Engagement. Bemühte sich erfolgreich um seinen
Aufenthaltstitel, um hier in Deutschland bleiben zu können und daraufhin auch um den Familiennachzug. Gelang ihm mit Hilfe seiner Betreuer, den Familiennachzug bewilligt zu bekommen. Nachdem er nun 1 Jahr und 8 Monate von seiner Familie getrennt war, konnte er nun seine Mutter und seine Geschwister wiedersehen und das hier in Deutschland in Freiheit und Sicherheit. Sein Vater musste jedoch in Syrien bleiben, da er als Arzt keine Erlaubnis von der Regierung bekommen hat, das Land zu verlassen. Moaz gibt jedoch nicht auf, seinen Vater auch in das sichere Deutschland zu holen. Zudem geht er nun in eine Vorklasse auf einem Gymnasium mit dem Ziel, sein Abitur machen zu können, um danach Maschinenbau oder Bauingenieurwesen zu studieren. Er hofft eines Tages, in sein Land zurückgehen zu können, wenn es wieder sicher und man in Freiheit dort leben kann. Bis dahin ist er sehr glücklich, nun mit seiner Familie in Deutschland zu sein. Die Familie ist das Wichtigste für Moaz. Er hat eine Wohnung für seine Familie gesucht und zieht nun mit seiner Mutter und seinen Geschwistern zusammen dort ein. Moaz ist sehr dankbar, wie er hier aufgenommen wurde und sagt, dass Deutschland und seine Freunde hier seine zweite Heimat geworden sind. Eine zweite Heimat in Sicherheit und Freiheit.